Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Verfärbungen sprechen. Welche Arten von Verfärbungen es gibt, wie man sie los wird und natürlich auch, was man dafür tun kann, damit sie nicht wiederkommen. Aber nicht nur das, in diesem Video möchte ich auch den Gewinner meines letzten Gewinnspiels bekannt geben. Das heißt, ihr dürft ganz gespannt sein. Ich bin es nämlich auch, also bleibt dran! Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich habe mich mal wieder gefilmt dabei, wie ich den Gewinner ermittelt habe. Und das Video blende ich jetzt einmal ein. Es ist jetzt 11.59 Uhr. Um 12 Uhr werde ich den Gewinner ermitteln. Ich habe hier schon soweit alles vorbereitet, habe den Link von meinem Video kopiert. Und gleich, wenn es 12 ist, füge ich den hier unten ein. Und dann geht es los. Ich bin schon ganz gespannt. Jetzt ist es 12 Uhr. Uhu, ich bin echt gespannt. Ich füge hier jetzt den Link ein. Load Comments. So, jetzt hat er meine Kommentare geladen. Und dann klicke ich jetzt auf Pick the Winner. The Winner is André. Ich gucke gerne deine Videos, weil mich das Thema Zahngesundheit und Zahnfleisch interessiert. Herzlichen Glückwunsch, André. Ich freue mich total für dich. Du müsstest jetzt bitte einmal deine E-Mail-Adresse unter dieses Video schreiben. Und dann kannst du dich darauf freuen, bald den Gewinn in deinen Händen zu halten. Herzlichen Glückwunsch! Ja, also nochmal meinen herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Derjenige müsst jetzt bitte einmal unten in die Kommentare seine E-Mail-Adresse dalassen, damit ich ihn kontaktieren kann und dementsprechend ja, die Adresse herausfinden kann, wo ich den Gewinn, also die Curaprox Hydrosonic Pro Schallzahnbürste, denn hinschicken darf. Also herzlichen Glückwunsch noch einmal. Für all diejenigen, die jetzt leider nicht gewonnen haben, habe ich ja immer noch meinen Code von Curaprox. Also an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Curaprox, dass sie das alles ermöglicht haben. Sowohl die Gewinnspiele, die ich gemacht habe, als auch den Code, den ich euch zur Verfügung stellen darf. Also noch einmal vielen Dank an Curaprox. Und mit meinem Code spart ihr, wie gesagt, 20% auf alle Produkte, auf den gesamten Warenkorb und das vom ersten Euro an. Und ihr zahlt keine Versandkosten. Das heißt, es gibt keinen Mindestbestellwert. Selbst wenn ihr nur eine Zahnbürste bestellt, spart ihr auf jeden Fall und zahlt keinen Versand. Mein Code lautet DrAmi20. Ich blende ihn hier noch einmal ein. Er ist im Moment gültig bis zum 30. September. Was danach ist, weiß ich wie gesagt nicht. Es kann sein, dass er nochmal verlängert ist. Das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Deswegen speichert ihn am besten einmal ab in die Notizen oder macht einen Screenshot davon und auch nach dem 30. September probiert es ruhig noch einmal aus, ob er noch funktioniert. Sobald ich weiß, dass er verlängert wurde, sage ich euch natürlich auch Bescheid, aber ich weiß halt nicht genau, wann das ist und wann ich dann wieder ein neues Video mache. Also am besten einfach mal abspeichern und dann bei jeder Bestellung einmal ausprobieren, ob er noch gültig ist. Einlösen könnt ihr den Gutschein auf der Homepage von Curaprox. www.curaprox.de. Wenn ihr dann im Warenkorb seid, könnt ihr einfach den Code als Gutscheincode eingeben und er zieht euch automatisch 20% ab. Und dann möchte ich jetzt auch mit dem eigentlichen Thema dieses Videos loslegen, nämlich das Thema Verfärbungen. Es gibt verschiedene Arten von Verfärbungen und auf die verschiedenen Arten werde ich jetzt einmal eingehen und euch jeweils dazu sagen, was man dagegen tun kann, also was man tun kann, um sie loszuwerden. Und auch, was man tun kann, damit sie nicht wiederkommen. Fangen wir mal an mit den extrinsischen Verfärbungen. Das ist ja wieder so ein schönes Fremdwort. Es bedeutet aber eigentlich nur, dass die Verfärbungen aufgelagert sind. Also, dass sie von außen auf den Zahn kommen. Das ist die Art von Verfärbung, an die ihr wahrscheinlich denkt, wenn ihr das Wort Verfärbung hört. Das sind diese hässlichen, braunen Verfärbungen auf den Zähnen. Ich denke, jeder kennt die und weiß, was ich meine. Die entstehen, wie gesagt, durch Auflagerungen auf den Zähnen, zum Beispiel durch Kaffee, Rotwein, Tee, Nikotin. Das sind so die bekanntesten, die Hauptvertreter, die so sehr starke Verfärbungen machen. Und ja, die meisten trinken einfach sehr viel Kaffee oder Tee und deswegen haben auch relativ viele solche Verfärbungen.
Was kann man jetzt also dagegen tun? Also am besten wird man diese Verfärbung los, indem man eine professionelle Zahnreinigung machen lässt. Denn bei der professionellen Zahnreinigung werden diese oberflächlichen Verfärbungen auf sehr schonende Art und Weise entfernt. Ich würde euch dringend davon abraten, Zahnweiß-Zahncremes zu nehmen oder diese sogenannten Raucherzahncremes. Gibt ja mittlerweile alles Mögliche auf dem Markt. Die haben aber in der Regel einen sehr, sehr hohen RDA-Wert. Sie sind also sehr abrasiv. Der RDA-Wert liegt in der Regel bei über 100, meistens 120, 140 oder sogar 180. Also der ist wirklich extrem hoch und damit schadet ihr euren Zähnen langfristig eher, als dass es ihnen hilft. Denn damit werden nicht nur die Verfärbungen abgeschmirgelt, sondern letztendlich auch euer Zahnschmelz. Und das möchtet ihr natürlich nicht. Vor allem hätte das auch zur Folge, dass eure Zähne irgendwann mit der Zeit gelber wirken, weil der Zahnschmelz immer dünner wird und das dunkle gelbe Dentin immer mehr durchscheint. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich möchten, nämlich strahlende, schöne, weiße Zähne. Deswegen würde ich euch davon dringend abraten und wirklich ans Herz legen, es professionell bei der professionellen Zahnreinigung entfernen zu lassen. Das ist nämlich deutlich schonender. Außerdem hat die professionelle Zahnreinigung den Vorteil, dass die Zähne am Ende auch poliert werden und an einer glatten Oberfläche lagern sich nicht so schnell wieder Verfärbungen an. Also die professionelle Zahnreinigung dient auch der Prophylaxe, sprich, was ihr dafür tun könnt, damit die Verfärbungen nicht oder zumindest nicht so schnell wiederkommen. Ich habe auch schon ein Video gemacht über die professionelle Zahnreinigung. Ich verlinke es euch einmal unten und auch hier oben in der Ecke. Schaut aber immer unbedingt in die Beschreibung. Da habe ich immer noch ganz viele Videos verlinkt, die euch auf jeden Fall auch noch interessieren können. Zum Beispiel eben das Video über die professionelle Zahnreinigung. Ich habe aber auch schon ein Video zum Thema Bleaching gemacht. Da gehe ich auch noch mal insbesondere auf die Zahnweiß-Zahncremes ein. Aber eben auch aufs Bleaching, was man machen kann, wenn man gerne weiße Zähne haben möchte und die Zahnfarbe heller bekommen möchte. Und ich habe auch ein Video gemacht über verschiedene Zahnpasten. Also ich verlinke euch alle Videos einmal unten in der Beschreibung. Ganz, ganz leichte Verfärbungen bekommt ihr sogar selber zu Hause weg. Und zwar, indem ihr bei eurer elektrischen Zahnbürste eine höhere Stufe, also eine intensivere Stufe einstellt. Und dann einfach ein bisschen länger auf die Stelle draufhaltet. Ihr könnt erstmal versuchen, einen weichen Bürstenkopf zu nehmen. Wenn das noch nicht ausreicht, könnt ihr auch ausnahmsweise mal einen härteren Bürstenkopf verwenden. Diese Art mit einer höheren Stufe und womöglich einem härteren Kopf, das würde ich aber nicht so oft machen. Also ab und zu, ja, ist okay. Vor allem auch, wenn ihr aufpasst auf euer Zahnfleisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer wenn ihr intensiver putzt und mit einem härteren Kopf, müsst ihr sehr doll auf euer Zahnfleisch aufpassen, nicht, dass ihr euch das wegputzt. Denn wenn ihr es einmal weggeputzt habt, dann kommt es nicht wieder. Also da auf jeden Fall drauf achten. Aber ansonsten, wie gesagt, könnt ihr es ab und zu mal benutzen. Für den Alltag würde ich immer empfehlen, einen weichen Bürstenkopf zu verwenden und eine eher sanftere Stufe oder eine normale Stufe, aber keine intensive Stufe. Außerdem ist meiner Erfahrung nach die Zahnpasta Pearl Sendenz ganz gut geeignet. Die enthält so ganz kleine Kügelchen. Das ist kein Mikroplastik, sondern Zellulosekügelchen. Und damit bekommt man nämlich ganz gut diese kleinen Verfärbungen so ein bisschen wegpoliert, ohne dass dabei der Zahn drunter leidet. Denn Pearl Sendenz hat einen sehr, sehr niedrigen RDA-Wert. Der liegt bei 32. Es ist also eine sehr sanfte Zahnpasta. Eine der wirklich wenigen, die sanft ist und trotzdem ganz gut bei Verfärbungen wirkt. Nichtsdestotrotz bin ich dafür, dass ihr zur professionellen Zahnreinigung geht und das wirklich professionell entfernen lasst. Denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit habt ihr die Verfärbung nicht nur im für euch sichtbaren Bereich, sondern auch noch an Stellen, die ihr nicht sehen könnt, wo ihr auch gar nicht ankommen könnt. Und die werden dann natürlich auch nicht mit entfernt. Also diese Art, es selber zu Hause zu machen, ist vielleicht so ganz gut zur Überbrückung, bis der nächste Termin ist, wenn es wirklich im sichtbaren Bereich ist und euch stört. Aber generell ist immer eine professionelle Zahnreinigung vorzuziehen, weil da wirklich alle Zähne gründlich gereinigt werden und nicht nur das, was ihr seht. Und wenn ihr jemand seid, der sehr schnell wieder Verfärbungen bekommt, weil ihr vielleicht viel Kaffee, viel Tee trinkt, würde ich auch eher darüber nachdenken,
das Intervall der PZR zu verkürzen. Also wenn ihr vielleicht alle 6 Monate gegangen seid, ist vielleicht sogar zu verkürzen auf alle 3 Monate. Aber das würde ich jetzt nicht allgemein empfehlen, sondern wirklich individuell entscheiden. Also fragt am besten eure Prophylaxehelferin, was sie davon hält, ob es bei euch nötig ist. Vielleicht kann man es auch alle 4 Monate, also 3-mal im Jahr dann machen. Dieses Intervall, wie oft man zur PZR gehen sollte, ist immer individuell und das würde ich auf jeden Fall mit eurer Prophylaxehelferin besprechen. Naja, und wenn die Verfärbungen dann erstmal entfernt sind, dann ist es natürlich wichtig, dass man was dafür tut, dass sie nicht so schnell wiederkommen oder am besten gar nicht wiederkommen. Was kann man jetzt dafür machen? Also einerseits natürlich eine super mechanische Reinigung. Das ist wirklich das Wichtigste, dass ihr eure Zähne regelmäßig, gründlich, aber dabei auch sanft pflegt. Also dass ihr gute Produkte verwendet, die gründlich und sanft reinigen. Außerdem kann man natürlich über die Ernährung auch was machen, vielleicht den Kaffee und Tee, Nikotinkonsum ein bisschen reduzieren, soweit das möglich ist. Und vielleicht auch lieber, bevor ihr es über den ganzen Tag verteilt, jetzt trinkt zum Beispiel den Kaffee, lieber ja, gezielter, zum Beispiel zum Frühstück und danach putzt ihr euch die Zähne. Oder wenn ihr jetzt nachmittags nochmal einen Kaffee trinkt, dass ihr dann vielleicht trotzdem auch nochmal die Zähne putzt. Es ist nicht immer notwendig, manche bekommen auch gar nicht so dolle Verfärbungen vom Kaffee, aber wenn ihr jemand seid, kann es auf jeden Fall nicht schaden, noch einmal mehr die Zähne danach zu putzen, um das eben zu vermeiden. Ich habe natürlich auch schon ein Video gemacht, Zahnpflege unterwegs. In dem Video gebe ich viele Tipps, was man machen kann, um seine Zähne auch unterwegs gut zu pflegen. Also wirklich, wenn man nicht zu Hause ist, wenn man eben unterwegs ist oder wenn man im Büro ist bei der Arbeit. Auch da kann man seine Zähne sehr gut pflegen. Ich verlinke euch dieses Video auch einmal unten in der Beschreibung. Solltet ihr, warum auch immer, gute Gründe haben, warum ihr euch unterwegs oder bei der Arbeit nicht die Zähne putzen könnt. Bei der Arbeit kann ich es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, da kann man eigentlich immer die Zähne putzen. Aber okay, sagen wir mal, ihr seid unterwegs und habt wirklich keine Möglichkeit, eure Zähne nach dem Kaffee oder was auch immer zu pflegen. Dann kann man auch mal zum Kaugummi greifen. Das Kaugummi regt den Speichelfluss an und außerdem sorgt es, dass das Kaugummi einerseits so ein bisschen ja auch die Belege entfernt von den Zähnen oder auch allein durch die Bewegung der Wangen und der Zunge, der Lippen, auch dadurch werden die Belege auch ein bisschen entfernt. Das ist jetzt kein Ersatz fürs Zähneputzen, aber wenn man wirklich mal keine Möglichkeit hat, dann kann man das schon machen, auch mal ein Kaugummi zu Hilfe zu nehmen. Ansonsten auch ein großer Tipp von mir, ich habe es in den letzten Videos schon ein paar Mal angesprochen, und zwar am besten putzt ihr nicht unmittelbar vor dem Essen oder vor dem Kaffee die Zähne, sondern wirklich danach. Denn wenn ihr davor die Zähne putzt, dann entfernt ihr die Pellikelschicht, die sich auf den Zähnen befindet. Und diese Pellikel schützt die Zähne und wenn die noch drauf ist auf den Zähnen, dann können sich auch nicht so leicht Verfärbungen bilden auf den Zähnen, als wenn sie blitzeblank geputzt wurden. Diese Pellikelschicht ist entfernt worden beim Zähneputzen und dann trinkt ihr hinterher einen Kaffee. Dann können sich wirklich Verfärbungen noch viel, viel leichter an den Zähnen festsetzen. Also am besten, wie gesagt, erst den Kaffee trinken oder wenn ihr jetzt irgendwas esst, was starke Verfärbungen macht, vorher nicht die Zähne putzen, sondern erstmal essen und Kaffee trinken, dann die Zähne putzen und dann möglichst 2 Stunden mit dem Essen warten, damit sich die Pellikelschicht erstmal wieder aufbauen kann, bevor ihr wieder was esst. So viel also zum Thema extrinsische Verfärbung. Es gibt natürlich auch noch intrinsische Verfärbung, da möchte ich aber erst gleich drüber sprechen. Ich möchte jetzt erst nochmal über eine andere Art von Verfärbung sprechen, und zwar über Karies. Auch Karies führt zu Verfärbungen. Es kann sein, dass es zu hellen Verfärbungen oder auch zu dunklen Verfärbungen führt. Ob es sich nur um eine Verfärbung handelt, was keine Karies ist, oder wirklich um Karies, das kann euer Zahnarzt beurteilen. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Verfärbung entdeckt, klärt das bitte bei eurem Zahnarzt ab. Natürlich seid ihr hoffentlich sowieso regelmäßig alle halbe Jahr zur Kontrolle, aber wenn ihr während dieses halben Jahres irgendwo eine Verfärbung entdeckt, dann kann es schon Sinn machen, wenn ihr euch unsicher seid,
klärt es lieber einmal zu viel ab als einmal zu wenig, will ich damit sagen. Denn es kann sein, dass es nicht bloß eine Verfärbung ist, sondern Karies ist. Und Karies sollte man möglichst so früh wie möglich erkennen. Karies braucht natürlich aber auch eine gewisse Zeit, um zu entstehen. Das heißt, wenn ihr alle halbe Jahr beim Zahnarzt seid, seid ihr theoretisch auf der sicheren Seite, dass es rechtzeitig erkannt wird. Ich meine nur, falls euch irgendwas auffällt, kann es nicht schaden, es einmal abklären zu lassen. Oftmals entstehen Verfärbungen auch in den kleinen Grübchen und Fissuren auf den Kauflächen der Backenzähne. Und da muss wirklich der Zahnarzt mit einer Kariesprüfsonde überprüfen, ob es sich nur um eine Verfärbung handelt oder ob dort bereits Karies entstanden ist. Wenn es nur eine Verfärbung sein sollte, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder der Zahnarzt sagt, okay, wir beobachten das Ganze, ist nur eine Verfärbung, es ist auch gut einsehbar. Ich kann davon ausgehen, dass der jetzt nicht bald eine Karies entsteht. Wir können das Ganze einfach beobachten. Und die andere Möglichkeit ist, dass man diese Verfärbung mit dem Bohrer entfernt, also natürlich sanft und schonend. Es wird minimal was weggenommen, wirklich nur, dass die Verfärbung dort entfernt wird und das Grübchen oder die Fissur wieder sauber ist. Und dann wird da eine Fissurenversiegelung reingemacht. Es kann sein, dass ihr schon längst Fissurenversiegelung als Kinder bekommen habt, aber manchmal fallen die auch wieder raus, ganz, also als ganzes Stück oder vielleicht fällt nur ein kleiner Teil raus. Oder einfach der Rand der Fissurenversiegelung hat sich verfärbt. Es gibt so viele Möglichkeiten und dementsprechend muss der Zahnarzt natürlich entscheiden, wir müssen da eine Versiegelung machen oder aber man kann das Ganze beobachten. Das ist sehr individuell. Wenn es bereits Karies ist, dann muss dort eine Füllung gemacht werden. Karies kann aber auch noch andere Arten von Verfärbungen hervorrufen, zum Beispiel weiße Verfärbungen. Das ist dann so eine sogenannte Initialkaries oder auch White Spot genannt. Das ist wirklich so ein weißer Fleck. Auch weiße Flecken können verschiedene Ursachen haben. Es muss nicht sofort Karies sein, wenn ihr irgendwo einen weißen Fleck habt. Auch das kann wieder nur euer Zahnarzt entscheiden, ob es sich in dem Fall bei dem weißen Fleck um Karies handelt oder ob es etwas anderes ist. Wenn es Karies ist, muss man gucken, ist es wirklich nur eine Initialkaries, also ist sie wirklich nur im Zahnschmelz? Wenn ja, kann man das Ganze dann gegebenenfalls noch weiter beobachten, weil sich auch wieder Mineralien in diese beginnende Karies einlagern können, solange es nur im Schmelz ist. Sobald es tiefer geht, ins Dentin, muss eine Füllung gemacht werden. Dann führt leider kein Weg mehr an einer Füllung vorbei und das kann wirklich nur euer Zahnarzt entscheiden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Karies kann auch den Zahn insgesamt dunkel verfärben. Dann schimmert eine dunkle Verfärbung durch. Das ist dann der Fall, wenn die Karies bereits sich in der Tiefe ausgebreitet hat. Das ist sehr oft bei Zahnzwischenraum-Karies der Fall. Wenn in dem Zahnzwischenraum eine Karies entsteht, durch den Schmelz immer weiter fortschreitet bis ins Dentin. Im Dentin breitet sich die Karies dann sozusagen unterirdisch, unbemerkt einfach aus. Dort wird sie sehr schnell, sehr groß und dann schimmert es dunkel durch. Auch dann muss natürlich selbstverständlich eine Füllung gemacht werden. Also wenn eine Verfärbung durch Karies entsteht, dann ist es immer sehr individuell, was zu tun ist. Also ich sage es jetzt wirklich oft, aber ich kann es nicht oft genug sagen, das muss euer Zahnarzt entscheiden. Das kann auch nicht ich hier entscheiden und ich kann nicht für die Allgemeinheit sprechen, was zu tun ist, sondern es muss immer in dem individuellen Fall entschieden werden, was zu tun ist. Ich habe euch nur ein paar Beispiele genannt, was auftreten kann im Zusammenhang mit der Karies. Aber es muss nicht immer Schema F sein. Also es waren einfach nur ein paar Beispiele, was sein kann, aber letztendlich muss das euer Zahnarzt entscheiden. Also was kann man jetzt prophylaktisch tun, damit man gar nicht erst Karies bekommt? Ich denke, das liegt auf der Hand. Einerseits selbstverständlich eine super Mundhygiene. Die mechanische Reinigung ist da sehr, sehr wichtig. Man kann mit Zahnpasten natürlich auch was erreichen. Die sind ein bisschen antibakteriell. Gegebenenfalls auch über Mundspülungen. Auch über Mundspülungen habe ich schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch auch noch einmal. Also wie gesagt, über die Mundhygiene kann man natürlich viel erreichen und auch über die Ernährung. Wenn man sich kohlenhydratarm ernährt, zuckerarm, dann hat man auf jeden Fall schon sehr viel getan. Ich mache nochmal ein gesondertes Video nur über Karies. Denn Karies ist
trotzdem relativ komplex. Es ist nicht einfach nur Ernährung und Mundhygiene, sondern es spielen noch andere Faktoren auch eine Rolle. Es ist eine multifaktorielle Erkrankung, also mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Aber Mundhygiene und Ernährung sind auf jeden Fall mit die Hauptfaktoren. Und wenn ihr dort super vorbereitet seid, dann könnt ihr auf jeden Fall eine Menge dafür tun, um keine Karies zu bekommen. So, und dann möchte ich mit euch jetzt noch über die intrinsischen Verfärbungen sprechen. Intrinsisch bedeutet von innen her kommt. Also das sind die Verfärbungen, die aus dem Inneren des Zahns entstehen und den Zahn von innen her dunkel färben. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Zahn abstirbt oder wenn ein Zahn bereits Wurzelkanal behandelt ist. Auch zum Beispiel nach einem Trauma, wenn ihr einen Schlag auf den Zahn bekommt, kann es sein, dass der Zahn sich von innen her dunkel verfärbt. In den drei genannten Fällen ist jeweils die Therapie natürlich ein bisschen unterschiedlich und auch da wieder individuell. Wenn ihr einen Schlag auf den Zahn bekommt, kann es sein, dass der Zahn auch irgendwann abstirbt. Dann müsste vielleicht eine Wurzelkanalbehandlung gemacht werden. Oder aber er ist noch vital, also der Zahn lebt noch, ist einfach nur dunkel geworden, weil er von innen leicht eingeblutet ist. Dann muss, wenn der Zahn noch vital ist, also noch lebt, dann muss keine Wurzelkanalbehandlung gemacht werden. Und bei einem abgestorbenen Zahn, da würde man theoretisch schon eine Wurzelkanalbehandlung machen, wenn der Zahn dann ansonsten noch gut ist. Oder der Zahn muss gezogen werden. Also auch da ist es immer individuell, was jetzt zu tun ist. Wenn sich ein Zahn dunkel verfärbt, der bereits Wurzelkanal behandelt ist, dann hat man zwei Möglichkeiten, den Held zu bekommen. Das eine ist das interne Bleaching. Ich gehe auf das interne Bleaching in meinem Bleaching-Video nochmal ein, aber ich erkläre es noch einmal kurz. Beim internen Bleaching gibt man das Bleaching-Gel nicht von außen auf den Zahn drauf, sondern in den Zahn rein. Der ist jetzt ja sowieso schon tot, der ist wurzelbehandelt. Da kann man einfach ein kleines Loch reinbohren, wurde damals ja sowieso gemacht, um die Wurzelkanalbehandlung zu machen. Das bohrt man einfach wieder auf, gibt das Bleaching-Gel in den Zahn, verschließt es erstmal provisorisch, wartet ein paar Tage ab, nach ein paar Tagen kommt das Bleaching-Gel wieder raus, wird rausgespült und man kann den Zahn wieder verschließen. Damit wurde der Zahn von innen her gebleached und aufgehellt. Dieses interne Bleaching hat aber den Nachteil, dass die Zähne dadurch porös werden und leichter brechen. Ein wurzelkanalbehandelter Zahn ist sowieso schon poröser als andere Zähne und ist sowieso schon gefährdeter abzubrechen als andere Zähne, also welche, die nicht wurzelkanalbehandelt sind. Aber durch dieses Bleaching wird das eben noch mehr verstärkt. Also hinterher kann es wirklich dann ja sehr leicht passieren, dass dieser Zahn einfach abbricht. Deswegen sollte man von diesem internen Bleaching eher Abstand nehmen. Ein wurzelkanalbehandelter Zahn sollte sowieso überkront werden, weil er eben sehr instabil ist und das für den langfristigen Erfolg dieser Wurzelkanalbehandlung wichtig ist. Und wenn man den Zahn überkront, dann kann man natürlich auch die Zahnfarbe anpassen. Dann hat sich das Problem, dass der Zahn dunkel verfärbt ist, sowieso erübrigt. Das externe Bleaching, das ist das ganz normale Bleaching, wo es von außen das Bleaching-Gel aufgetragen wird, das hat nicht solche heftigen Nebenwirkungen. Davon werden die Zähne nicht porös. Aber alles zu diesem externen Bleaching erzähle ich auch nochmal in dem Bleaching-Video, was ich unten verlinkt habe. Es gibt auch noch andere Arten von Verfärbungen. Zum Beispiel werden die Zähne im Laufe des Lebens beim Älterwerden in der Regel immer dunkler, immer gelber. Das hat auch verschiedene Gründe. Das ist auch noch eine Art der Verfärbung, die es gibt. Oder aber durch bestimmte Medikamente kann es zu Verfärbungen kommen. Auch bei Fluorose und MIH kommt es zu Verfärbungen der Zähne. Es gibt auch angeborene Schmelzdefekte und Mineralisationsstörungen des Schmelzes. Auch da kann es zu Verfärbungen der Zähne kommen. Also ihr seht, es gibt viele verschiedene Ursachen, warum eine Verfärbung da ist. Und was die Ursache genau ist und dementsprechend welche Therapie gemacht werden muss, und dementsprechend, was man prophylaktisch machen kann. Das ist so individuell, das kann euch am besten euer Zahnarzt erzählen. Ich habe euch jetzt einfach mal so die Hauptvertreter genannt, ein paar Beispiele dazu genannt, aber wie gesagt, das Ganze ist sehr individuell. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, dann kann ich auch zu anderen Arten nochmal Videos machen, falls euch das interessiert.
Und ansonsten hoffe ich erstmal, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und drückt doch auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und ganz neu in diesem Video, teilt das mit jemandem, der auch Verfärbung hat, von dem ihr meint, dass er sich für dieses Video interessieren könnte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!